Freunde. Ja, ich bin mal wieder am Start und zwar haben wir uns wieder auf den Weg ins Sauerland gemacht. Und kaum sehe ich auf der Autobahn die ersten Erhöhungen des Sauerlandes, kommt bei mir ein Grinsen über mein Gesicht und ich freue mich wieder hier zu sein. Und ja, diesmal haben wir uns nach Meschede hingewagt zum Hennesee und wir wollen hier eine kleine Runde machen und ich sitze hier gerade am Hennesee. Es ist einfach so schön, wieder hier zu sein. Ich war hier noch nie tatsächlich, ich meine jetzt wieder im Sauerland. Und ja, wir werden heute den Tag hier auf jeden Fall genießen mit einer kleinen Tour. Hinterher noch einen schönen Kuchen essen und so weiter. Ja, am liebsten würde ich jetzt hier eigentlich sitzen bleiben und gar nicht weiterlaufen. Das ist einfach traumhaft. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir haben jetzt schon eine kleine Runde am Hennesee gemacht und befinden uns jetzt bei den Himmelstreppen. Allerdings hatte ich mir so ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Ich filme die jetzt gleich nochmal. Normalerweise würde ich da jetzt runter und hoch laufen, aber da ich noch ein bisschen angeschlagen bin, weiß ich tatsächlich nicht, ob ich das meinem Herzchen schon zumuten möchte. Aber ich habe mich allerdings von dem Mammutmarsch echt gut erholt. Ich hatte kaum Wehwehchen und so. Ja, außer die Erkältung halt. Aber nee, sonst ist alles gut gegangen. Ja, schauen wir mal, ob wir heute noch hier hoch und runter laufen. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt entschieden, wir gehen jetzt die Treppe doch einmal hoch. Und ja, wir gucken mal, wie viele Stufen das hier hat. Ich weiß gar nicht, ob das hier beschrieben ist. Nee, hier ist ein Trinkbrunnen. Mega cool. Erinnert mich jetzt schon wieder an Münster. Komm, wir testen das mal, Maxi. Boah, lecker, da können wir unsere Flasche füllen. Lecker. Richtig geiles Wasser. Schmeckt fast so gut wie Münster. Oh, schmeckt nicht so gut wie Münster. Ja, und jetzt gehen wir gleich diese Treppe da wieder hoch. Ich hoffe, es funktioniert ganz gut, wegen der leichten Erkältung noch. Aber können ja langsam machen. Und leider steht hier keine Stufenzahl. Die blende ich gleich mal ein, gucke ich mal im Internet nach. Und ja, gehen wir mal wieder zurück, die ganze Chose. Bis gleich. Was ich spannend finde, wie eine kleine Erkältung die Kondition schon so dahin raffen kann. Also ich komme zwar gut hoch, aber das geht ja, das ist unglaublich wieder. Das weiß ich ganz genau, dass ich das bei der Hitze am Tetraeder nicht so hatte. Also richtig krass, ein paar Päuschen machen. Und ja, einmal reicht auch. Und gleich gibt es erstmal wieder kleine gerade Strecken. Bis gleich. Ja.
jetzt sind wir in ein Waldstück abgebogen. Es geht jetzt wieder ein bisschen nach oben. Mal gucken, wie ich es schaffe. Also die Treppen haben mich gerade ganz schön herausgefordert, muss ich sagen. Also ich merke es noch ganz schön. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich Montag wieder laufen kann. Jetzt bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher, ob das schon so sinnvoll ist. Warten wir es ab, wie es dann ist. Ja, wir werden wahrscheinlich eine kleine Abkürzung heute nehmen. Weil, wie gesagt, so richtig, gerade was Höhenmeter und so angeht, ist das noch nicht so optimal. Aber ich möchte auf jeden Fall noch eine kleine Runde hier drehen. Und ja, wir machen jetzt so einen Pfad, glaube ich, mit, wie da unten stand. Also ich glaube, dass es dieser hier ist. Wenn nicht, dann gehen wir einfach so im Wald ein bisschen rum. Und ja, hinterher wartet dann ja noch ein Stück Kuchen oder eine Waffel oder was auch immer auf uns. Das ist aber schon ausgeblichen, ey. Können wir neue Schilder haben, würde ich mal sagen. Eieiei. Ja, wo sind sie denn? In dem Häuschen? Oh. Ei, das ist aber zugewuchert. Da stehen sie. Ein. Ich weiß nicht, ob man es vom Weiten sieht. Ein Wildschwein, komm, wir gucken mal. Hier sollen noch andere Tiere sein. 5 Stück soll man hier sehen irgendwie. So, nach 10 Stunden haben wir jetzt endlich noch den Hasen gefunden hier vorne. Und jetzt fehlt noch ein Tierchen, was wir noch nicht entdeckt haben. Das war jetzt wieder ein ganz schöner Anstieg. Vor allen Dingen wusste man teilweise gar nicht, wo man lang muss. Aber wir haben es dann doch letztendlich geschafft. Und jetzt haben wir wieder einen breiteren Weg. Jetzt läuft sie da ein bisschen flüssiger. Bis gleich. Kurzes Päuschen mit nur gesundem Essen natürlich. Ich habe ein paar Haribo Lutscher und ein paar Salzstangen. Ein paar Mau am Kracher dabei. Wir wollen ja gleich noch leckeren Kuchen essen. Also alles auf unsere gesunde Linie heute achten. Heute Abend gibt es dann aber noch Wraps mit Gemüse. Und ja, jetzt erstmal ein kleines Päuschen, die Aussicht hier genießen und dann bis gleich. Geht so, ne? Schau mal rein. Wie so am Meer, ne? Ja, nicht schlecht. Oh, kann man mal machen, kann man aber auch sein. So ein paar Geräusche wie am Meer. Mehr ist das nicht. Ich glaube, wir gehen mal weiter, oder? Wir gehen mal weiter. Und ein Zelt! Mhm. Noch ein Zelt. Ja, vielleicht hat Carmen hier gewütet. Oh. Noch mal ein Foto. Du Carmen? Ja, sicher. Ja, wir haben uns heute entschieden, dass wir heute nicht ganz so eine lange Tour machen. Ich schätze mal so 7-8 Kilometer. Wir sind auch mit einem grandiosen Durchschnitt von 2,9 km/h die Stunde unterwegs. Ja, es ist einfach wieder sehr viel zu gucken. Sehr viel auszuprobieren und ja, wir gehen jetzt wieder Richtung Hennesee und dann Richtung Kuchen.
freue ich mich schon drauf. Und ja, lass mir jetzt noch mal ein bisschen die Füße baumeln. Vielleicht gehe ich mit den Füßen noch mal in den Hennesee rein. Also da habe ich schon echt Bock drauf. Ich habe zwar kein Handtuch mit, aber ein paar Taschentücher, vielleicht sollte das ja ausreichen. Wir sind jetzt am Ufer des Sees und ich teste jetzt mal, wie das hier funktioniert im Gegensatz zur Ostsee, also wie warm das Wasser ist, und aber nur mit den Füßen. Ganz entblößen werde ich mich jetzt hier nicht mit Badeanzug wie an der Ostsee. Und dann gucken wir mal. Bis gleich. Also vorhin habe ich gedacht mit der Hand, es geht so, aber es ist doch kalt. Aber es ist ungefähr, würde ich sagen, gleich wie die Ostsee. Also man gewöhnt sich relativ schnell an die Temperatur. Und ja. Ein bisschen bleibe ich jetzt noch im Wasser und dann geht's gleich zum Auto. Das war eigentlich hinfällt. Maxi, ich hab vor, ich falle jetzt hier hin. Oh nein, bitte nicht. Oh Mama, pass bitte auf. Guck mal, das hier so steil abgeht schon. Ja. Sieht aber gut aus. Guck mal, wenn ich jetzt hier baden würde, hätte ich den See ganz für mich alleine. Ja. Keiner badet. Obwohl es gar nicht so kalt ist. Aber die Badestelle ist ein bisschen weiter da hinten. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt ins Wasser. Also wahrscheinlich mit den Füßen schon, aber ob man hier baden darf, weiß ich gar nicht. Ja. Mhm. Laut. Ja. Cool. Wir sind jetzt gleich wieder im Auto. Es war eine wunderschöne Zeit hier und wir haben es sehr genossen, haben eine kleine Tour gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer. Ich glaube so 8 ungefähr. Reichte dann auch für heute und ja, mit einer überragenden Pace von 3,1 in der Stunde. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, was ich euch hier in Meschede und am Hennesee gezeigt habe. Und wir sehen uns bis zum nächsten. Ciao!